Hallo und herzlich willkommen zu Gran Turismo, Dr. Wangels Passion, Rennen Nummer 3, Fuji International Speedway. Drei Runden. Kein Problem. Wir beginnen von Position 12. Es geht los bei 1 und Start. Sehr schön. Da wollen wir doch wieder mal das Feld dominieren, so wie wir es die ganzen Rennen vorher auch getan haben. Schöne lange Gerade, dann kann man die schon überholen. Ja, genau. Vor allem, wenn die hier. Ja, es war fast klar gewesen, dass ich da Kiste reinfahre. Ich hätte aber auf seiner Seite bleiben. Er sieht doch, dass ich da rechts vorbei will. Aber was will man da sagen? Das ist halt. Ein CPU, ne? Der weiß das auch nicht. Da fährt er seine Linie und fährt. Okay. Wir überholen Nummer 7 und Nummer 6. Beziehungsweise war es der Plan gewesen, eben noch. Okay, jetzt schmeckt hier mal rein. Sehr schön. 6. Fast näher, fast 7. Platziert, ja, sagen wir 6,5 jetzt. Und hier geht's noch scharf rechts hoch. Linkskurve. Ja, ich glaube, die Strecke sind wir auch mit den K-Cars gefahren. War eine richtig bittere Erfahrung. Wenn mein Fahrzeug noch nicht getunt war. So, an dem waren wir auch vorbei, an dem Mazda hier. Und Platz 3. Super, da vorne sind die anderen beiden. Jetzt wird die lange Gerade, das ist schon richtig cool. Also da kann man mal ordentlich Gas geben. Und mal ein bisschen mehr auf den Tacho kriegen. Mit unserer Gurke hier. Sehr schön. 240, 250, 260. 260, ja. Da wäre noch mehr drin gewesen. Aber das ist schon ein Brett, ne? Wir steuern den nächsten Checkpoint an. Ja, dann schauen wir mal. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen einseitig. Zwei Runden. Ganz gechillt auf Platz 1 fahren. Ja, wie gesagt, Setup passt, Fahrzeug passt, dann kann man halt nichts verkehrt machen, großartig. Sehr schön, wir führen mit 3 Sekunden und den nächsten Checkpoint im Blick und dann geht das ganze Kurve wieder los. Genau, Checkpoint, super. Und hier das ganze Gurke bis zur langen Zielgerade. Das möchte ich mal mit einer richtig schnellen Karre fahren. Was wir da für ein Spitzentempo erreichen können, das wäre schon mal interessant. Kommt bestimmt alles noch. Jetzt wäre es mit unserem Mazda unterwegs. So, und die letzte Rechtskurve. Sind wir auf der Zielgeraden und dann schauen wir mal, wie wir mal jetzt rausholen können. Also 270 hätten wir schon auch erreicht, aber wir müssen natürlich auch dann bremsen, ne, weil hier kommt dann die scharfe Rechtskurve. Führen tun wir mit 13 Sekunden. Und der nächste Checkpoint. Sehr schön. Ja, was will man da noch großartig sagen?
Vielleicht soll ich die ganzen Setups der Wägen mal vorstellen. Das ist nämlich schon richtig krank, was man da teilweise alles einstellen kann, um solche Zeiten rauszufahren. Natürlich brauchen wir auch nicht so viel Fahrzeug, das ist ganz klar. Aber da habe ich bis jetzt immer die richtige Wahl getroffen. Nicht immer nur das, was ich gut finde, sondern auch das, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis optimal ist. Wir wollen ja auch keine Unsummen für irgendein Fahrzeug ausgeben. So, jetzt kommt wieder das ganze Gurke hier. Rechts, links, rechts, links. Und ja, das war jetzt fast schon perfekt gefahren hier, die Kurve. Ne? Rechtskurve, dann sind wir schon wieder auf der Zielgeraden. So, los geht's. 20 Sekunden ist der Hammer. Ne? Gut, wie weit der eine da weg ist, ne? Der auf Platz 12, der ist aber ganz schön weit weg. Bitter. Und wir sind durch. Hier haben wir das Ziel. Sehr schön. Okay. Passt alles. Preisgeld, Meilen, Strecke, Erfahrung. Alles top. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.